undercover. Lieb mich dann halt lieber nicht. So was Halbes undercover ist doch nichts für dich und mich. Du dich undercover in mich verliebt, ist es denn wahr, sind wir bald ein Paar? Mich nicht nur unterm Sofa, auch irgendwann mal bei Licht. Ja, ich weiß, das klingt nach Folter, doch ich sing dabei auch nicht. Ja, hallo, liebe Zuschauer, hier ist wieder euer musikalischer Geheimagent Gerhard Müller, Agent 00 mit der Lizenz zum Todsingen. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei den Produzenten des nächsten James Bond-Films bewerben. Wie wäre es zum Beispiel mit Goldsänger, Müller-Pussy, Singen und Sterben lassen oder auch ein Quantum Scheiß. Also, wenn der Daniel Craig nicht mehr möchte, also ich bin ein Frauentyp, sagt man, ich bin trainiert an der Waffe und ich bin ein geborener... Ja, das war jetzt so nicht geplant, glaube ich. Das unerwartete Ende einer großen Gesangskarriere, meine Damen und Herren. Wir haben ihn hier immer gefeatured und angepriesen. Gerhard Müller, ein ganz großer seiner Zunft. Der Mann, der den Mörderns und anderen Singer-Songkillern des Internets gewissermaßen den Weg geebnet hat. Ein Mann, für den Noten immer nur Vorschläge, aber niemals Vorschriften waren. Ein Querdenker und Schiefsinger, der immer wusste, dass große Kunst nur aus großem Leid entstehen kann. Zumindest für den Zuhörer. Aber er war auch... Da ist er doch schon wieder, nicht? Na, sind alles in Ordnung? Ich glaube, Sie haben... Danke. Alles in Ordnung. Da war ich vielleicht doch etwas aufgeregt, weil ich mich so auf die Choreografie konzentrierte, dass ich wohl leider versehentlich einen Schuss gelöst. Ja, aber sollten wir deshalb nicht auch besser einen Arzt rufen? Danke, nein. Der Schuss ist nur durch den Kopf gegangen und konnte daher keinen Schaden anrichten. Die Stimmbänder sind zum Glück nicht angegriffen. Das heißt, der nächste Song kann also kommen.
und noch viele weitere hinterher. Ich sehe mich erst am Anfang einer sehr langen Karriere. Ich habe noch hunderte von Liedern in der Schublade. Ja, wirklich, ich befürchte, dann bleibt uns allen doch nur noch eine Wahl. Ja, Ohren auf und Daumen hoch.